Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Und wir sind hier heute, glaube ich, beim dritten Part, oder? Ja. Und ich habe gerade gesehen, guck mal, da steht richtig süß Welcome Leon und ganz viele so Sternbanner. Kindergeburtstagsparty. Ja, richtig geil. Und das ist der Typ, der eigentlich mein netter Kollege geworden ist. Der Typ ist mir auch gerade aufgefallen. Wenn sie am Boden liegen, glaube ich, einen Headshot gibt, dann stehen die nicht auf. Also... Oh, schreck mich nicht so. Dipshit. Alter. Herzstillstand. Wir machen die Sounds hier. Welcher Pisser? Welcher Pisser macht solche Sounds in dem Horrorspiel? Wenn ich ihn finde, ich schwör's, ich spaller mein ganzes 24er Magazin in den rein. Auf jeden Fall, um zurückzukommen. Nein. Um zurück zum Thema zu kommen. Wir waren im West Office. Der ist jetzt nicht abgeschlossen, weil wir den Tresor nicht gehabt haben und wir kommen hier nicht durch die Tür. Also werden wir die ganzen anderen Sachen mal durchsuchen, ob es da Hinweise gibt. Ja, erstmal checken. Ganzen Raum. Gehe wieder zu. Ja, danke. Da liegt so viel Zeug rum. Eine Shotgun. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte und ich muss irgendwie das Ganze öffnen. Auf die Tastatur des Schließfachs dem fehlen einige Tasten, die verantwortlich sind, Ersatzteile besorgen und das umgehen. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatzteile besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde einen Mist bauen? Da fehlen Tasten. Aha. Was? Wer? Bist du der Typ vom Fenster? Nein, du bist ja der Kopf, den ich niedergeschossen hab. Geh zurück zum Schlafen, Alter. Ja, Kane, raus hier. Raus mit dem. Die 102. Er nicht. Geht es auch so? 1-0. Nein! Wie wär's mit der 106? Kann ich öffnen, bringt mir nichts. Mach ich mal. 1-0-6. Yes. Öffne dich! Okay, also ich muss den Typen finden, der diese Schlüssel hat. Was bist du? Film. Was war denn im Film? Ach nein. Durch den dahin. Oh, Munition, 109. 109 und 103 öffne ich mal beide. Hot, Munition für mich. Und 100. Nein, meine ich nicht. Daraus wird nichts. Und hinten für die Shotgun brauche ich sowieso einen zweiten. Eine Keycard, keine zweiten Keycard, ne, nur eine einfache Keycard. Die kann ich nicht öffnen, alle nicht. Auch die zwei. Gut, damit wär's das fürs Erste mit diesem Raum gewesen. Alter. Hä? Wann bist du denn wieder aufgestanden? Das hat ja richtig lang gedauert. Alter, so ein Dreckskind.
Ja, du gammelst da draußen rum. Kommen Sie durch. Immer rein, Alter. Kann ich dir den Kopf wegschießen? Komplett, bitte. Be gone. Schieße jetzt einfach nochmal drauf, Alter. Ich hab keinen Bock, dass der wieder aufsteht. Good day, Sir. Alter, wie er da runterkommt, wie so ein Leprakranker. Das war böse. Alter. Kannst du irgendwie noch creepier da runter gehen, Alter? Habe ich mir jetzt den Kopf weggeballert? Bitte, danke. Alter. Das ist so creepy zu sein, geht doch nicht. Wie kann man das verantworten? Oh, erstmal ein bisschen Kraut. Ah. GG. Holzbretter! Liebend gerne. Hey, hallo, Holzbretter? Muss ich die da benutzen, oder? Kommt da später nochmal einer? Ich weiß es nicht. Und wenn, will ich dann von einem Zombie benutzen, der später kommen wird. Dass sie dann da nicht einfach durchcrawlt. Seit Anbeginn der Zeit behandeln die Menschen mit Heilkräutern in diesem Bus. Drei dieser Acheklebergen heimischer Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen und werden blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heil. Was ist das? Keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Das allgemein, dass man eine Kombination von Heilkräutermixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfinden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter. Und ihre Heilwirkung. Weitere Forschungen dürfen noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Ende. Eine Schreibmaschine. Yes. Gespeichert. Give me damn ammo. Was habe ich denn? Was ist das? Noch mehr Munition. Ich bin so munitionsreich. Damit kann ich so viele Zombies niederschießen. Okay. Erinnerungsfoto an einen König oder so. Rotes Kraut. Ja, wie pinkes Kraut, aber. Rotes Kraut. Welcher Film? Leute. Achso, habe ich den jetzt in meiner Beweismaterial-Dingens. Ja. Gut, damit wird der Film gedruckt. Oder nicht gedruckt, einfach ausgearbeitet. Schöner Sound. Wozu sind diese Kisten da? Da ist nie was drin. Never ever know. So. Der bleibt liegen. Bislang. Best Leute, was von so geben kann. Ich
Ich wusste es. Be gone, bitch. Hat jetzt genug Kugeln gefressen? Sie liegt noch so. Ja, ja, ja. Zustimmung. Joa. Ich schwöre ihr, wenn sie aufsteht. Ich habe gerade kein Messer zum Messern, aber... Ich knall sie von oben ab, ich habe Highground. Always double tap. Alter, so viel Munition, ich schieße alle Zombies wild nieder. Ja, Fab. Ich weiß doch genau. Ist wieder aufgestanden, ne? Nach ewig langer Zeit. What? So viel Munition, ich bade regelrecht drin. Oh, der Schlüssel für unten für die Tür. Yes, yes, give me that, boah. Bin mir nie ganz sicher, ob ich Schritte höre. Dieses Spiel macht mich sehr paranoid. Wie gar nicht, schieß alles nieder. Wo ist der jetzt rein? Wo ist der jetzt rein? Dieses Spiel macht mich langsam fertig. Wo ist dieser Zombie jetzt rein? Alle Überlebenden. Betrachte dies als Geschenk für alle, die Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Die sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber überragenden Hörsinn. Oh shit. Und nicht den Fu- ballern doch die Gegend rennen, kann man ihn. Kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Mach es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an Dingen an den Dingern vorbei. Ah. David. So langsam muss ich an den vorbeigehen. Dann werden die mich nicht hören. Das hat jetzt gar nicht irgendwie Druck dazu hingefügt, dass man so langsam gehen muss, damit man nicht die Licke anlockt. Ich will nur die Bretter. Der letzte Schritt wäre jetzt zu laut gewesen, glaube ich. Das macht mich fertig. Dieses Spiel. Es ist einfach liegen, Alter. Na, kombinieren mit dem Hallo. Ja, nicht, oder was? Ja, dann weg. Ja, lieber Schießpulver. Schießen kann, ist mehr lebendig als der, der sich heilt. Was ist da gleich um die Ecke?
weiß, ich bin gerade sehr leise. Weil ich nicht weiß, wer der nächste Licker ist. Wenn die so nennen. Ja, mehr Space. Gib mir dem Space, boy. Was bist du denn? Anonyme Notizen, diese Konzernwichser haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir das Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Drecksschweine mit einem C4 die Drecksschweine mit einem in einem C mit C4 Stahlpferd gesperrt. Muss ihn nur noch zünden, dann war es das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesem einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töt deinen Nachbarn. Dann verschone ich den Rest, was er dann wohl macht. Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Oh, wie oft hast du mir bitte deinem Vorgesetzten schon widersetzt. Ja, du warst ein guter Bulle. So gut, dass man sterben musste. Man bringt das Spaß. Fehlt nur noch die Musik. WTF. Wer hat es verpasst? Wer war es? Wer war es? Anonym. Wer sonst? Spaten, Alter. Oh, scheiße, das ist C4. Ja, jetzt. Ein Messer. Kann ich auch drauf schießen, dann geht's in die Luft. Das wäre blöd. Alter. Da liegen sie alle. Ich gehe zu schnell. Ich laufe zu schnell. Scheiße. Also ich weiß nicht, ob irgendwie die Licker mega stark sind. Aber hier ist keiner. Aber was das ist, will ich auch nicht wissen. Aber nochmal zu vorhin. Was zum Arsch war das denn bitte? Ist der unten rein? Der ist unten rein, oder? Das ist der Licker. Ich bin gerade so am Ende. Was? Da war eine Tür. Wieder zu. Da geht's weiter. David, kannst du mal aufhören, da hinten so komisch rumzulatschen? Genau, weil es der Zombie nicht hört, du kleines Kind, Alter. Was mach ich mit dem Zombie da unten?
Kann ich oben nochmal rumlaufen? Der hört mich nicht, oder was? Irgendwie dumm. Was? Okay, damit würde ich für diesen Part sagen, das war's. Und wir sehen uns alle beim nächsten Part. Und ciao.